Ich begrüße Sie zu einem spannenden Video und zwar zum Thema Strom. Ich bin hier in Givisiez mit dem Ivo Aebischer, dem Chef von Roben. Ich bin hier mit dem Ivo Aebischer, dem Chef von Roben. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön. Wir reden heute über ein ganz wichtiges Thema, nebst Verstärker und Lautsprecher, die wir schon geredet haben. Das ist das Thema Strom. Wir haben schon mal ein Video gemacht darüber. Jetzt sage ich ein bisschen plakativ, dass eine Stromversorgung, wie die wir hier haben, etwa 20% Klangqualität kann bringen kann. Mhm. Und heute erfahren wir, warum das so ist, Ivo. Warum ist das so? Ja, also die Problematik ist effektiv vermehrt in der jüngeren Zeit, dass die Stromversorgung zu einem Thema wird. Das ist so, das ist absolut korrekt und auch schon absolut korrekt, dass eine bedachte Lösung, was die Stromversorgung von der Anlage angeht, durchaus kann die Qualität von der Anlage verbessern, bis markant verbessern. Da gibt es primär zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, zum Anschauen, warum das da so ist. Auf der einen Seite sind Stromstörungen. Störungen heisst hochfrequente Anteile, die sich vermehrt auf der Stromversorgung bemerkbar machen, wie wir letzten Endes im ganzen Haushalt, aber auch bei der Anlage immer mehr verzichten auf alt bewährte traditionelle Netzteile mit Transformatoren beispielsweise. Also man hat vermehrt Schaltnetzteile, die effizienter sind, effektiv, was die Leistungsaufnahme angeht und gerade vor allem bei vielen Kleingeräten. Lampen, heute auch, ist das Thema, mit all diesen Sparlampen und LED und so weiter, da haben wir eigentlich überhaupt nirgends mehr an Belastung auf dem Netz, die Konstante hat, sondern dass sie punktuelle Belastungen in Form von Peaks, wo die Schaltnetzteile daraus herausziehen. Und das hat den Aspekt, dass durch die fehlenden Massen von Transformatoren beispielsweise letzten Endes nur noch geschaltete Belastungen dran sind und das erzeugt die Peaks. Die Peaks machen sich vor allem deshalb bemerkbar in der Stromversorgung, dass man auf der anderen Seite die nächste seriöse Dämpfung oder Belastung in Form von einem Stromtransformator hat, den man überall in der Elektrizitätswerk hat und vor allem auch irgendwo eingangs von der Straße vielleicht, vom Quartier eine Trafostation hat. Und wenn nicht per Zufall noch gerade der Nachbar eine dicke, grosse Endstufe hat, dann ist einfach von dort aus bis zu der Anlage gar nie mehr grobe Belastung, die Konstante hat und eine Dämpfung herbringt. Das führt da dazu, dass man natürlich eine Akkumulierung hat von diesen Geräuschen, gerade in der Peripherie, wo vielleicht eben die Anlage steht. Dementsprechend gibt es zwei Ansätze, das zu korrigieren, oder respektive drei. Der eine ist effektiv Filtertechnik. Das ist etwas, was ich nicht sehr gerne höre, weil Filter hat so den Nachteil, das mag gut abgestimmt sein, das mag gut funktionieren von ganz spezifischen Last. Eine Quelle, zum Beispiel CD-Spieler. Dann kann man relativ mit überschaubarem Aufwand mit einem Filter recht gute Klangsteigerungen erreichen für den CD-Spieler. Somit stört der nicht mehr gegen das Netz raus, aber umgekehrt ist er auch weniger empfindlich von den Störungen, wie die durch das Filter mehr oder weniger eliminiert werden. Das hat allerdings einen ganz grossen Nachteil. In dieser Anlage, wo ich toll Musik höre mit seriösen Lautsprechern, mit einem seriösen Verstärker, habe ich einen Verstärker. Und der Verstärker, der braucht eben Strom. Der Verstärker braucht vor allem, in Abhängigkeit von der Musik, die spielt, Strom, den er nachladen kann. Und das Filter hat natürlich die Eigenschaft, dass es genau das hemmt. Also das Nachladen wird durch das Filter gehemmt. Und somit haben wir nachher mit diesen Filtern in fast allen Situationen eine Verschlimmbesserung. Also einerseits verbessert es zwar gewisse Charaktere für gewisse Zuspielgeräte, aber andererseits nimmt es die ganze Dynamik weg. Und das ist natürlich ein Problem.
Der andere Lösungsansatz, wo wir selber auch Produkte dafür haben, sind sogenannte Regeneratoren, Netzregeneratoren. Das muss man sich so vorstellen, ja, auf der einen Seite der Generator den Strom zum Netz rausnimmt, ich tue das zwischenspeichern in grosse, grossdimensionierte Akkus, Kondensatoren. Und von dort aus quasi wie ein Netz neu generieren. Das ist wie eine Leistungsendstufe, eine grosse Leistungsendstufe, die der ganz liebe Lenkdart nichts anderes macht als schön einen Sinus von 50 Hertz mit 230 Volt Spannungsamplitude. Der muss allerdings sehr konsequent auf Stromtüchtigkeit ausgelegt sein, weil sonst nützt es nichts. Also wenn man zum Beispiel da die Computer Überbrückungs-, Stromunterbruch, Überbrückungssystem nimmt, das ist fast gerade das Umgekehrte, was man reicht. Die sind für eine Tourleistung ausgelegt, aber nicht für Spitzenströme. Und da gibt es eine riesige Differenz, aber da gibt es ein paar Namen am Markt von Supplier, die effektiv solche Geräte machen. Und das ist sinnvoll. Aber es ist teuer. Es ist enorm teuer. Also, wenn man das nur ansatzweise seriös haben will, dann kostet das im billigsten Fall 5'000 Franken. Die meisten bewegen sich im Bereich zwischen 8'000 bis 13'000 Franken. Macht wahrscheinlich auf einer Anlage, wo der Verstärker 3'000 Franken ist, wenig Sinn, über das zu diskutieren. Ja, und das hat uns natürlich auch ein bisschen vor die Situation da als Lieferant von Elektronik und Lautsprecher, nicht nur mit den Büros selber, sondern mit NAD, mit Primaren, wo wir tolle Produkte haben, dass man dort je nach Situation nicht das volle Klangpotenzial rausschöpfen kann. Und ein Netzregenerator ist auch utopisch, viel zu teuer. Ein Filter macht etwas so irgendwo auch nichts. Und, da ist die Idee wieder aufgekommen, was nicht eine Eigenkreation oder eine Eigenfindung ist. Das hat schon lange existiert und immer wieder existiert. Aber in den letzten Jahren hat es zwar solche Transformatoren gegeben, aber meistens fallen Zulieferanten von Accessoires und die haben sich natürlich auch goldige Nase damit verdient und haben da sehr teure Sachen angeboten gehabt. Es liegt nicht in unserem Interesse, dass wir eine gute Elektronik nachher müssen mit 2'000-3'000 Franken Investment verbessern, weil ein Trafo ist nicht 3'000 Franken wert. Mhm. Punkt, basta. Aus Hersteller von Elektronik ist natürlich Dimensionierung für uns nicht ein grosses Thema. Das kennen wir, was ein Leistungsverstärker braucht. Mhm. Und so ist eigentlich auch das Produkt entstanden. In Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten, den wir auch brauchen für Transformatoren, die wir sonst eh in Mengen brauchen, ist die Zusammenarbeit gekommen. Dimensionierung ist sehr relevant. Das ist eine 2000 Volt-Ampere Dimensionierung von diesem Trafo. Ist also bleischwer. Das Gerät ist 25 Kilo alleinig der Trafo und 3 Kilo das Gehäuse. Also das Gehäuse ist der kleine dran, aber der Trafo ist brutal schwer. Und das braucht es, die Masse. Alles, was unterhalb von 1500 Voltampere ist nach unserer festen Überzeugung nicht förderlich für Dynamik. Mhm. Also es braucht mehr als 1500 Voltampere. Also wenn einer daherkommt und euch ein Gerät, das 10 Kilo wägt, in die Hand drückt und da verspricht, was das bringt, das ist Blödsinn, totaler Blödsinn. Es kann nicht funktionieren, rein aus technische Überlegungen raus. Also die Dimensionierung ist leider notwendig, es wirkt ein bisschen etwas, aber tragen tut man das eigentlich nur einmal, und zwar bis heim, und dort bleibt es nachher eigentlich erfahrungsgemäß auch. Der Trafo arbeitet mit der sogenannten Energieumlagerung. Das ist das System von einem Transformator, wo man mit dem Strom, der durch die Spule fließt, das Magnetfeld konditioniert und dann wieder hin und her. Das ist eigentlich eine ewige Resonanz, wo das funktioniert. Was der Vorteil ist, aus dieser Umlagerung können wir mehr Energie kurzzeitig zum Gerät rausholen, als das effektiv in Form von Tourenergie ins Gerät hineingeht. Mhm. Das heisst, wir können uns die Motoristik von dem Umlagern können wir uns zu Nutzen machen, dass wir den Endverstärker mit sehr, sehr hohen Spitzenströmen anladen können. Wenn er einen Pulsimpuls hatte, macht er eine Ladung. Und jetzt geht es nur darum, dass wir möglichst schnell wieder die volle Kapazität von dem Gerät geladen haben. Und das hat man nicht mehr Zyklus im 50 Hertz Sinus zur Verfügung. Und
wie das so also ist bei einem klassischen Netzteil, ist es immer nur auf der Spitze, die ich anladen kann. Und darum brauchen wir hier irgendetwas, das uns den Strom liefern kann, dass wir da eigentlich subito anladen. Mhm. Und das ist das, was man merkt in Form von Dynamik. Das Ganze wirkt vitaler, kräftiger, tiefgründiger, impulsiver. Auf der einen Seite ist es eine klare Steigerung von Potenzial im Grundton, im Bassbereich. Andererseits ist es natürlich ein perfekter Filter in sich. Also mit dem Trafo kann nichts etwas antun. Da können noch so viele Schaltnetzteile hinter dran hängen, wie vor oder vor dran. Also das ist so eine träge Sache in sich, dass da ein perfekter 50 Hz Sinus entsteht hinter dran. Egal, was in der Peripherie nachher von der Anlage noch für Zuspieler sind, wie Stream und Schaltnetzteile für dieses und jenes und so weiter. Also, hier ist ziemlich Barriere, hier ist ziemlich alles bedämpft, total gegenüber dem Trafo und dem seine Eigendämpfung von der Ausgangssekundärseite. Das Produkt ist wirklich ein Garant dafür, dass die Anlage ihre Qualitäten vollumfänglich ausschöpfen kann. Und je nachdem, wo das Gerät steht und je nachdem, zu welcher Zeit, wo man das beurteilen, macht es auch gewaltige Verbesserung oder einfach nur eine gute Verbesserung. Aber es macht auf alle Fälle eine deutliche Verbesserung, in jedem Fall. Und gerade wenn man noch zu dem Thema Zeit kommt, weil schon jemand mal festgestellt hat, dass die Anlage so zu gewissen Tageszeiten anders stehen als zu anderen. Ja, Problematik ist natürlich, wenn das Netz zusätzlich belastet ist, Heizungen, Steuerungen, dass es ums Kochen geht, Waschmaschinen und so weiter. Da kann das durchaus sein, dass die Anlage an Qualität verliert, weil einfach die Netzversorgung weniger gut ist. Wiederum später im Abend, vielleicht, wo weniger solche Maschinen laufen, tönt auf die Anlage besser. Das ist nicht nur ein Eindruck, den man einfach so hat. Das hat effektiv eine Wahrheit hinter dran. Das hat mit dem Strom an sich zu tun. Also da sind wir bei einer Lösung, die das sehr ultimativ angeht, mit Mechanik angeht. Also wird da auch nie ein Software-Update geben. Es ist ja davor. Also es ist insofern etwas, was sehr auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Und nicht zuletzt, neben den klangqualitativen Verbesserungen, die man erreichen kann, damit, ist es ja auch irgendwo noch zusätzlicher Schutz. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich auch perfekter Schutz gegen Überspannung. Extern, das ist die eine Sache. Und was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist, es ist insofern ein Schutz, wenn man die Anlage stromfrei schalten will. Weil um Himmels Gottes Willen eine Anlage stromfrei schalten, das tönt zwar interessant, wenn man da ein bisschen Strom sparen will, aber das sollte immer sehr bedacht sein, wegen wenn man eine stromfreie Schaltung macht mit einer Netzliste, mit einem Schalter. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aus dem Grund das Schlimmste, was man machen kann, weil dann müsste hinter dran alles nur noch Schaltnetzteile sein. Wenn dort irgendwo ein Trafo ist und man schaltet im falschen Moment aus, dann generiert der automatisch, weil er stromfrei geschaltet ist, also Phasenweg ist, generiert der aus der Reaktion heraus eine Gegenspannung. Und die rückwirkende Spannung die ist in der Regel bis Faktor 1,3 höher als die Spannung, die reingeht. Und wenn man den falschen Moment, und das irgendwann mal trifft man den falschen Moment, wenn man den schaltet, dann generieren wir bis zur Spitze von 300 Volt. Und bei 300 Volt, das ist genau der Grund, wieso dass man mehr Service-Support hat für Schaltnetzteile, kleine. Wenn man sie extern auswechseln kann, unser Schaltnetzteil ist, das extern ist, dann kann man ja das auswechseln. Das Problem ist aber, wenn das gleiche Schaltnetzteil immer noch CD-Spieler ist, dann schickt man den CD durch die Welt, falls es jemanden gibt, der überhaupt den reparieren tut. Nur weil man den Strom freischalten wollte. Da im Gegenzug ist natürlich der Trafo in sich eine ideale Lösung, weil wenn ich den Strom freischalte, dann habe ich hier nur noch den Trafo. Und am Ausgang habe ich die Sekundärwicklung von diesem Trafo, wo ich die gesamte Geräteschaft, die hinter dran angeschlossen habe, perfekt abfahren. Also es ist eine optimale Stromfreischaltung und somit hat man nicht solche Folgeschäden, die daraus resultieren. Also klangqualitativ eine deutliche Verbesserung und sicherheitstechnisch auch etwas, was sicher sinnvoll ist in der Überlegung aus Investitionen. Jede Anlage, die mehr als 2.000-3.000 Franken kostet,
sollten wir nicht missen, auf dieser Seite auch etwas dazu beizutragen, dass die Anlage wirklich die Qualität, die man gekauft hat, kann bringen. Genau. Ja, also ich denke, das ist etwas, das muss man einmal gehört haben. Wir können den Rowe & Petty 2000 vorführen in beiden Filialen. Ich halte das für eine der wahrscheinlich meist unterschätzten Klangverbesserungsmaßnahmen. Bei einer Anlage zusammen übrigens mit Subwoofer. Ich finde, Subwoofer bringen auch sehr viel Klangverbesserung und ist auch sehr unterschätzt. Darum lassen wir uns also weit zum Fenster raus und sagen, das kann Klangverbesserungen bis 20% bringen. Um das einfach ein bisschen plakativ zu machen, weil also ich habe den mit der Serie Nummer 1 daheim, ich hätte mir nicht gross müssen überzeugen. das bringt einfach sehr, sehr viel. Klasse, besuchen Sie uns in Zürich und Uster und erleben Sie, was möglich ist, wenn man der Anlage guten Strom gönnt und sie dazu auch noch schützt. Vielen Dank und bis bald. Danke schön.